die Tiroler haben in 4 Spielen nur einen Punkt gemacht und haben also nicht viel gewonnen, und Admira hat den Tormann verloren, hat Punkte, zumindest 2 Punkte verloren nach dem 1:1 ein 0:3. Trotzdem war für Spannung gesorgt, denn zuletzt hat es 2-mal hintereinander ein Unentschieden gegeben. Und reine Nervensache war es vor allem für den neuen Admira-Torhüter, für Günther Kreisel, denn er ist ja anstelle von Franz Gruber diesmal von Beginn an dabei gewesen. Vom Ersatzspieler zum Stammgoalie Günther Kreisel, was fühlen Sie jetzt auf dem Tivoli? Ja, als erstes möchte ich sagen, das ist natürlich schon sehr für einen Franz Gruber, denkt, dass das sehr schlimm ist, was ihm passiert ist, dass ich mir sicher gewünscht hätte, dass ich anders hier zum Stammtormann werde. Zu Ihrer Frage, was ich am Tivoli fühle, ich habe am Tivoli schon öfter mit der Austria unter 21 gespielt, das heißt, ich kenne das Stadion, ich spiele unheimlich gern, das ist ein tolles Stadion, es ist immer eine sehr gute Atmosphäre auf diesem Platz und ich freue mich schon unheimlich auf das Spiel. Schon stark aufgeregt auch? Nein, aufgeregt bin ich nicht, also ich habe an und für sich mein Debüt letzte Woche gegen Linz gefeiert, das ist ganz, ganz gut gelaufen und von daher bin ich nicht aufgeregt, sondern freue mich einfach hier am Tivoli spielen zu können. Ja, also Kreisel relativ souverän und nicht aufgeregt, wie er gesagt hat. An dieser Stelle nochmal alles Gute dem Franz Gruber, baldige Besserung. Und auf der anderen Seite bei den Tirolern ein Torhüter, der ganz sicher nicht aufgeregt war, denn 32 Jahre, alle Routine, die man braucht, Stanislav Tscherchesow. Für ihn wahrscheinlich, so hat er gehofft, ein ruhiger Abend. Die Heimniederlage gegen Rapid drückt bei den Tirolern nicht nach Form und Moral, sondern auch auf die Besucherzahlen. Nur 3500 Zuschauer am Tivoli. Der FC Tirol Milch in Rot-Weiß von rechts nach links. Admira Wacker in den Farben Niederösterreichs in Gelb-Blau. Schwungvoller Beginn der Tiroler. Kirchler, Pschencek. Und erster Ballkontakt für Admira-Torhüter Günther Kreisel. Kirchler fällt im Strafraum, aber ohne gravierende Folgen für die Niederösterreicher, sprich ohne Elfmeterpfiff, der zu Recht ausbleibt. Pschencek gegen Nabekovas, 4. Minute, eine haarige, eine brenzlige Situation. Das Ganze nochmals. Pschencek, Nabekovas schlägt sich den Ball an die Hand, wehrt ab, unterbindet per Hand die Flanke. Hier wäre wohl auf Elfmeter zu entscheiden gewesen. Change. Janeschitz. Und nach 31 Minuten erste Bewährungsprobe für Günther Kreisel. Nachschuss von Thomas Janeschitz. Und Kreisel wohl für längere Zeit die Nummer 1 der Admiraner, besteht die Bewährungsprobe glanzvoll. Change. Daneben. Roland Grinner, Freistoß für die Tiroler, die bislang nur aus Eckbällen und Freistößen gefährdet waren. Grinner gefault von Aigner. Der Freistoß. Janeschitz. Nochmals Janeschitz und drüber. Die Tiroler tun sich schwer mit Problemen gegen die laufstarken Admira. Janeschitz. Hitzbichler. 40. Minute, 1:0 für den FC Tirol München. Torschütze Richard Kitzbichler. Günter Kreisel geschlagen, 1:0 für die Tiroler. Richard Kitzbichler, der Torschütze. Janeschitz. Kitzbichler aus der Drehung. Aigner rasiert und das ist das 1:0. Ein glückliches 1:0, denn so hundertprozentig voll hat der kleine Tiroler den Ball gar nicht getroffen, aber es reicht. Admira, Backhaus.
Querwall. Und Czacesow klärt die Stelle am Ball. Rettet vor Panis. Und Halbzeitstand damit 1:0 für den FC Tirol Milch. Die zweite Spielhälfte. Das Spiel weiterhin wenig berauschend. Und nach 7 Minuten zudem für einen Tiroler schmerzhaft. Kopfballduell und Kapitän Michael Streiter sieht die Sterne. Bleibt benommen liegen, spielt aber bald weiter. Nabekovas. Freistoß für die Admira. Foul und nochmals Freistoß für die Admirana. Backhaus. Und in diesem Spiel ein Schuss der besseren Sorte. Nach 63 Minuten Tausch beim FC Tirol. Majalep geht, Maciej Sliwowski kommt. Für Streiters Brummschädel eine zwar kurze, aber willkommene Pause. Die Tiroler weiterhin zwar bemüht und naturgemäß initiativer, aber wenig durchschlagkräftig. Foul an Janischitz, Freistoß. Janischitz und Backhaus zur Ecke, der Eckball bringt den Tiroler nichts ein. Jarionov, Admira immer wieder mit guten Angriffsmöglichkeiten. Nabekovas. Und Rosenecker kommt nicht an den Ball. Admira auf Halten des Balls in den eigenen Reihen bedacht. Damit Tempo aus der Begegnung. Sliwowski. Fehlpass. Und nach 75 Minuten erste Pfiffe für die Tiroler im eigenen Stadion. Günter Kreisel in 80 Minuten einmal ernsthaft geprüft. Freistoß für den FC Tirol. Gernot Kenner vergibt. Es wird ein mühsamer Sieg. Ein Spiel, in dem aus Tiroler Sicht nur die 3 Punkte zählen. Zu glänzen verstanden die Tiroler nicht. FC Tirol Milch gegen SCN Admira Wacker 1:0. Das war Heimsieg Nummer 3, also Tipp 1. Und wir kommen natürlich zu den Interviews auf dem Innsbrucker Tivoli. Zu Richard Kitzbichler, hat schlecht getroffen, aber gut gezielt. Daher ist er als einziger Torschütze bei Innsbruck heute beim Interview. Wenn nur ein Tor fällt, dann spricht man immer davon, der Torschütze ist der Vater des Sieges. Sehen Sie sich so? Nein, sicherlich nicht. Das war erstens einmal sehr glücklich da. Ich habe den Ball nicht richtig getroffen. Er ist am Boden auf ins lange Eck gerollt, kann man sagen. Aber kann erst mal hinkommen, das war da. Das ist das Entscheidende. Das war nicht unbedingt der Leckerbissen heute, aber wichtig ist, dass wir 3 Punkte haben. Und irgendwo, glaube ich, ist es mehr wert, mit einem schlechten Spiel einmal 3 Punkte machen, als wir mit einem super Spiel verlieren. Ein Wort noch zum Tormann, zu Günter Kreisel. Er hat doch seine Sache recht anständig gemacht. Wir haben da eine Szene. Ja, ich glaube, das hat jeder im Stadion gesehen. Er hat seine Sache mehr als gut gemacht. Er hat Ruhe ausgestrahlt, er hat der Mannschaft den nötigen Rückhalt gegeben. Es hat eigentlich super gespielt, kann man eigentlich, wie die ganze Mannschaft, muss ich sagen. Und beim Tor kann er nichts dafür. So, wir haben 4 Spiele gesehen, wir haben 8 Tore gesehen. Das heißt, eine Partie geht uns ab, ganz klar. Das ist heute unser Spiel. Darum